Guten Morgen, Trader. Mittwoch, 29. März. Marktausblick, Morning Espresso. Unser Trade gestern, Long Fund gegen Neuseeland, leider ein Verlierer. Okay, you can't win them all. Ist natürlich auch Schwachsinn von mir, am Monatsende Fund zu kaufen, wenn am Monatsende eher Fundschwäche zu erwarten ist. Aber gut, can't get them all. Über Nacht Schwäche im Pfund aufgrund von Artikel 50, der wird ja heute gezogen, ist schon unterschrieben auf dem Weg zum Präsident der EU, Donald Tusk. Um 12.30 Uhr britischer Sommerzeit verkündet, übergeben zu werden, und parallel dazu tritt May vors Unterhaus und sagt was dazu. Wir hatten aber auch australischer Dollar Stärke, lag sicherlich am Kupferpreis und am Ölpreis, der ein bisschen recovered. Werfen wir direkt einen Blick auf die Märkte. Wir haben US-Öl hier auf dem Stundenchart. Sieht gut aus, könnten Richtung 49 laufen. Wir haben den Dollar-Index, der von unten Richtung 100 marschiert und versucht dann diesen Level anzutesten. Und wichtig für den US-Dollar, hängt an den 10-Jahres-Zinsen, sehen wir auch gleich nochmal in der Präsi. Da sehen wir eine hohe Korrelation, fluktuieren zwischen 2 Jahren und 10 Jahren. Das ist jetzt der Dollar-Index gegen die 10 Jahre. Wir sehen jetzt hier eine leichte Schere, spricht das für schwächeren Dollar, werden wir sehen. Im Grunde genommen war der US-Dollar-Index gestern stärker und hat Stärke gesehen in den letzten Stunden. So, heute haben wir eigentlich nur Crude Oil Inventories. Das war es. Ansonsten wirklich nur Artikel 50. Gut, Net Landing um 10.30 Uhr für das Pfund. Harren wir der Dinge, die da kommen. Markt- und Tradeplan. Was war gestern und über Nacht passiert? Asien natürlich fester. Positive Vorgabe der Wall Street. Auch hier Finanztitel und Energiesektor führend. Und ja, Consumer Confidence gestern auf einem 16-Jahres-Hoch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Weltklasse. Nikkei 225, vielleicht interessant mal zu hören, Yen schwächer, normalerweise als Exportnation, siehst du dann, wie die Aktien in Asien, in Japan steigen, aber da kamen die Retail-Zahlen schlechter, das heißt, der Konsument gibt weniger aus, das ist nicht gut für die Volkswirtschaft, da schwächelten dann die Aktien. Artikel 50 unterschrieben, 12.30 Uhr BST geht er an den Herrn Tusk, parallel spricht May im Unterhaus, zweites schottisches Unabhängigkeitsreferendum, Riesen-Headline gestern, aber ich bitte euch, die UK-Regierung sagt, geht im Moment gar nicht, ist ja auch unfair euch Schotten gegenüber, wir müssen jetzt erstmal uns scheiden lassen von der EU und dann können wir gerne nochmal darüber sprechen, also im Moment abgeblockt. Bank of England, McCaffrey war am Mikrofon und er sagte, er toleriert nur limitiert zu hohe Inflation und natürlich, dass die Bank of England die Zinsen erhöht, ova, wenn die Wirtschaft stark genug wächst. Naja, nicht so signifikant die Aussage, er selber weiß noch nicht, sagte er, wie er wählen wird. Schauen wir also auf die Inflation, das ist einer der Punkte, wo die Bank of England vermehrt ein Auge im Moment drauf hat. Dollar, USD soll das heißen, DXY Richtung 100, Dollar-Yen über 111, da sehen wir es schon, gestern hatten wir absolut ein Risk-on-Sentiment in den globalen Märkten. Kabel allerdings kurz unter 1,24 in Asien gedippt, hier ist natürlich die Gefahr, buy the rumor, sell the fact, also Gott und die Welt hat das Pfund angeschortet, jetzt ist der Brexit, kann sein, dass das Pfund danach Stärke sieht, werden wir aber nachher sehen. Schweizer Franken, da vielleicht noch interessant. SMBs Mechner sagte, er sieht auf, im Vergleich zur Historie den Schweizer Franken mindestens mit 10% überbewertet. Und wir hatten die Tage aufgrund von Risk-Off immer wieder stärker im Schweizer Franken gesehen. Und hier sagte ich auch jedes Mal, die SMB will den Schweizer Franken nicht hier oben sehen, wird intervenieren. Und auch darauf können wir uns verlassen. In Anführungszeichen, wir verlassen uns nie auf Zentralbanken. Okay, Crude Oil. Warum ist es hochgegangen? In Libyen am Wafa Oil Field gab es ein sogenanntes Force Majeure. Ja, das führt normalerweise häufig im Rohstoffmarkt dann zu einer Verknappung vom Angebot. Fairerweise müssen wir sagen, das war eher mal wieder der Markt und die Trader, die auf irgendeine Headline gewartet haben. Denn so groß ist das Ölangebot aus diesem Wafa Oil Field gar nicht. Hat aber gereicht, um die Bären zum Covern zu bewegen und die Bullen zu engagieren und zu motivieren, nochmal zu kaufen. Parallel dazu OPEC-Ansage in Bezug auf ihre Deal-Erweiterung im zweiten Halbjahr 2017. Das führte halt zur Kurserholung. Das ist positiv für den kanadischen Dollar und auch für den australischen Dollar.
Und Kupfer nahe am Hochkurs von gestern ebenfalls positiv für den australischen Dollar. Jetzt kommt eine ganze Reihe an FED-Sprechern und es ist immer wichtig zu hören, was erzählen die uns. Das habe ich jetzt die ganzen Tage euch immer wieder gesagt. Also Kaplan, Voter neutral. Sagt, FED soll langsam und geduldig die Zinsen erhöhen. Aha, Fischer, Voter, auch neutral. Zwei weitere Erhöhungen in 17 sind angebracht und überlegt, ob er als Vice-Chairman der FED noch eine zweite Legislaturperiode absolviert. Herzlich willkommen, Herr Fischer. Powell, Voter, neutral. FED sollte langsam vorgehen in Richtung neutraler Geldmarktpolitik, also nicht mehr expansiv, aber auch nicht restriktiv, und erwartet, dass die Zinserhöhung die Verschuldungsrate der Regierung nicht signifikant beeinflussen. Ja, Ladies and Gentlemen, das ist nämlich ein massives Thema im Hintergrund. So weit können die Zinsen gar nicht steigen, weil wir schon heute kumulative Zinslast als einen signifikanten Teil der gesamten volkswirtschaftlichen Leistung dieses überschuldeten Landes USA nämlich haben. Die Zinsen können gar nicht unermesslich hoch steigen, weil sonst die Zinslast zu viel des verfügbaren Kapitals der Regierung vernichtet. Nur um Zinsen zu bezahlen. Und George Non-Voter Hawke sagte, FED hat kein Interesse an einer straffen Geldmarktpolitik und dass es wichtig ist, langsam und bedacht zu erhöhen. Also nochmal, wie die Tage auch, die Kameraden rudern alle dahingehend, dass sie sagen, lieber Markt, beruhig dich, wir haben jetzt gehiked. Im Moment hört sich das so an, dass sie im Juni nicht hiken. Es müssten schon exorbitant gute Zahlen kommen, dass sie da nochmal loslegen. Haben wir aber ein Auge drauf, wen Frau Yellen noch weiter ans Mikrofon schickt und was er oder sie dann auch sagen, um den Markt darauf einzustimmen, was bei der nächsten FED-Sitzung zu erwarten ist. Und bitte vergesst nicht, auch die FED weiß nicht, was die Regierung und Administration Trump überhaupt schaffen wird von ihren politischen Zielen. Und deshalb ist eine Planung, was die Geldmarktpolitik angeht, natürlich auch erschwert. Apropos Trump, der will sich am Donnerstag mit seinem Chief Economic Advisor Gary Cohn treffen, um seine Steuerreform zu besprechen. Besser gesagt, Cohn erklärt ihm mal, was die Republikaner vorhaben wollen und es wird auch der neue Border Tax Gedanken werden ausgetauscht. Wie können wir denn hier diese Zölle an der Grenze darstellen? Und last not but least, Monatsende Modelle, das schauen wir immer sehr gerne an, was die Großen und ihre Modelle uns sagen. Citys Modell sagt Dollarstärke jetzt gegen Ende des Monats und Schwäche im Euro, Pfund und Yen. Und das von Crédit Agricole Modell sagt ebenfalls Dollarstärke vor allen Dingen gegen den Euro, aber auch moderate Dollarstärke Pfund, danke, kanadischer Dollar und schwedische Krone, sehr schön. Also, wir haben es eben schon mal kurz gesehen, Dollar hängt an den 10 Jahren, deshalb immer ganz opportun, wenn ihr euch die Zinsen, wenn ihr also Währungshändler seid, auch hochzieht und immer ein Auge drauf werft. Ja? Also im Moment 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, immer schön ein Auge drauf haben, wir sehen die Aktien alles grün, wir haben also ein Risk-on-Sentiment heute wieder. Kurzer Blick auf den Yen, der ist seitwärts, was schwächelt gerade, Euro und Schweizer Franken schwächelt, kanadischer Dollar steigt. Da kommen wir auch zu unserem Tradeplan, Währungspaar heute im Fokus, Neuseeland, also Kiwi gegen Loonie. Kiwi Loonie, Neuseeland-Dollar gegen kanadischer Dollar. Warum? Kanadischer Dollar, Recovery im Ölpreis, meine Erwartungshaltung ist, dass Öl es noch ein bisschen höher schafft. Und Kiwi sieht weiter Ausflüsse eigentlich im Grunde seit Tagen. Risiko für den Trade ist natürlich, dass tiefere Preise institutionelles Kaufinteresse anziehen, wir dadurch Stärke im Kiwi sehen und bei Öl, dass höhere Preise institutionelles Verkaufsinteresse anziehen würde und ein oberer Preis Upper Edge abgewiesen wird und das wäre negativ für unseren Trade. Schauen wir uns den kurz auf dem Chart an. Hier sehen wir schon, wir rennen und rennen. Das ist ja sehr häufig so. Wir haben jetzt auch Markteröffnung. Dennoch, ihr kennt mich, ich mag sehr gerne ein Retracement, was auch noch möglich wäre, wenn du besonders aggressiv sein möchtest, ist Upper Edge of Value kann jetzt als Widerstand agieren und dann bis zum Target hier drunter die Liquidität. Der Markt geht immer von Liquidity zu Liquidity. Happy Trading. Bis morgen. Macht's gut. Bye, bye.